Rona 10 Jahre behauptet, ich schaffe mehr Grätsprünge auf einem Traktorreifen als Ralf Möller. Rona und Ralf haben jeweils eine Minute Zeit, auf einem Traktorreifen so viele Grätsprünge wie möglich zu machen. Dabei müssen sie mit beiden Füßen vollständig auf den Reifen springen und wieder herunter. Wer mehr Sprünge schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Gib Gas, Rona! Wie ein kleiner Flummi auf zwei Beinen. Rein und raus. Es ist noch eine Menge Zeit. 30 Sekunden, Rona. Vorsicht, weiter geht's. Noch 20. Wie aufgezogen. Und nochmal Gas geben, Rona. Noch 10. Das war eine super Leistung, Rona. Ich glaube, du wolltest noch jemanden grüßen, ne? Hol erst mal ein bisschen Luft, Rona. Ja, das hast du super gemacht. Das waren 78 Sprünge. Da sehen wir es nochmal. So, dann kannst du einmal raus aus dem Reifen und bei deiner Familie vorbeischauen, dir die ersten Glückwünsche abholen für deine tolle Leistung. Ob es für den Gesamtsieg reicht, das wissen wir noch nicht. So, Ralf hat noch einen kurzen Powernap gemacht. Ja. Jetzt wird's ernst. Mensch, wo bin ich denn hier? Aufgewacht. So, komm. Gut. Bitteschön. Ja. Ralf, woran liegt das eigentlich? Das Liegestütze, ne? Fest. War doch gefragt, oder? Liegestütze wären auch schön, ne? Jetzt drücken wir auch dir die Daumen. Mal gucken. Ja, möge es gut gelingen. Es muss nicht besser sein als bei Rona, aber es kann ja trotzdem gut sein, ne? Bist du bereit? Ready. Dann auch bei dir. Die Zeit läuft mit dem ersten Sprung. Toi, toi, toi. So, er kommt langsam in Fahrt, aber er hat natürlich auch deutlich mehr Gewicht zu bewegen. Das macht sicherlich einen großen Unterschied aus. Aber er hat sich vielleicht auch einen anderen Wettkampfplan zurechtgelegt. 10 Ralf, noch 25. Sehr gut. Noch 20. Zieh durch, Ralf. Noch 10. Die letzten kommen. Komm. Jawohl, noch einmal. Ja. Oh, da ist die Zeit aus. Wow. Oh, ja. Haut rein. Haut rein. Ja. Ich wäre nicht überrascht, wenn ich morgen in der Zeitung lese, leichtes Erdbeben in Berlin gestern Abend. Ja. Hat man gespürt, ja, bis auch in die hinteren Reihen. Die letzten 20 Sekunden. Nein, aber es war wirklich, man hat gemerkt, du hast alles aus dir rausgeholt, du hast gekämpft. Ja, Elton, würdest du glauben, du könntest ihn überbieten? Ja. Okay. Da kommen wir dann noch mal dazu. Ronald. Ja. Rona, komm zu uns. Wir müssen mal aufs Endergebnis schauen. Es ist denkbar knapp ausgefallen, aber wir haben ein Ergebnis. Es waren für Rona 78 und für Ralf Möller 36. Unsere Siegerin im Reifensprungduell heißt Rona.